Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten neuen Let's Play in 2023. Ich war gerade am Überlegen, doch 2023 ist richtig. Und zwar ist das Wild Flowers. Ich habe es schon eine ganze Weile auf der Liste stehen gehabt. Ich habe es mir jetzt wie immer im Steam-Angebot um Weihnachten geholt. Das mache ich ja gerne, deswegen habe ich dann immer am Anfang des Jahres so ein bisschen Probleme, weil ich zu viele neue Spiele auf einmal habe. Und ja, es soll ein sehr schönes Spiel sein. Es soll ein Mix mit vielen verschiedenen Spielarten sein. Man soll etwas farmen können. Man hat wohl eine sehr, sehr schöne Geschichte, habe ich mir sagen lassen. Und muss auch wieder Quests erledigen zwischendurch. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Stadt Fairhaven. Ich vermute, dass jetzt Musik abgespielt werden sollte, aber ich habe wie immer natürlich aus lizenzrechtlichen Gründen die Musik rausgenommen. Da ist ein Bürgermeister, so wie es aussieht, der irgendwelche Sachen... Oh Gott, es gibt eine Regenbogenfahne. Ich möchte wieder aus dem Spiel raus, bitte. Oh, ein süßes kleines Lämmchen. Und wir kommen, so wie es aussieht, gerade mit einer Fähre an. Das sind wir. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen guten Stil von Kleidung. Excuse me. Would you happen to know the way to Hazel Wild's farm? Tara? Oh my goodness, it really is you, isn't it? Lena? I haven't seen you since I was tiny. It's good to see you again. I heard you were coming to stay with your Grandma Hazel. Now, do you remember the way? No. I don't remember much from that time. No problem. Go up the stairs behind me and turn left at the top. Then just follow your nose till you get to Hazel's house. Go up the stairs behind you, then turn left and follow the path. Got it. Ja, ich bin direkt erstmal etwas enttäuscht, dass das Ganze nicht auf Deutsch synchronisiert worden ist. Aber, ja gut. Mittlerweile bin ich mal am überlegen, ob das nicht tatsächlich zu einer Abziehung von einem Stern führen sollte. Hier kann ich nichts machen, oder? Ach, man kann auch mit der Maus laufen? Ach, tatsächlich. Hey, I'm Tara. Oh, the new girl. I'm Francis. Enchanté. Oh, you speak French? Well, no. I speak Spanish, though. Bienvenidos to our little seaside pueblo. Gracias. I think I've gotten a bit turned around. Do you know the way to my Grandma Hazel's house? You're nearly there. It's just down that dirt path, opposite the giant bell. Ich wollte mich auch eigentlich nur bewegen. Ich wollte ja weiter nach links gehen. Außerdem, wenn er Französisch sprechen würde, dann würde er sagen Enchanté und nicht Achanté. So komisch, wie er das gesagt hat. Das wird wahrscheinlich... Ich hoffe, das große Häuschen ist meins. Oh nein, mit einem eigenen Angelteich. Das heißt nichts Gutes. Angeln ist nicht gerade so meine Stärke. Es sei denn, das Angeln ist gut gemacht in Spielen, muss ich dazu sagen. Oh, ist das meinem Oma? Genau, da in der Ecke stand sie gerade. Hallo, Oma. Brauchst du Hilfe? Blasted, rusty old crank. I ought to blast you. Not a bad idea, actually. My charm will bind, turn and unwind. Look at it go. Grandma? Oh, it's you. Oh, my little honeybee.
I'm not so little anymore, Grandma. No, I suppose not. I'm so glad you've come. Me too. How can I help out around here? I don't know much about farming, but maybe you can show me the ropes. Now that you mention it, I haven't got the spring crop of potatoes in yet. Let me help, Grandma. Why don't you give me those seeds and I can get them planted? That would be a good start. Here's the seeds. Just head over to one of the garden beds there and scatter them about. Psst, einfacher geht's mit Saatkartoffeln. Samen dauern zu lange. Nur so ein kleiner Tipp. So, vom Samen zur Frucht. Pflanze Samen, Kartoffelsamen im Gartenbeet auf der Farm. Wenn ich jetzt wüsste, wie. Achso, einfach anklicken. Wachsen im Frühling. Also das heißt, wir haben jetzt Winter oder was? Now you'll need to water them if you want them to grow. You can fill it up at this old well. Mit dem rostigen Ding. Ernsthaft? Pflanzen müssen jeden Tag gegossen werden, damit sie wachsen. Befülle die Gießkanne am Brunnen. Wie soll ich das denn machen? Ich habe gar keine MI Werkzeug. Ja, ich will die nicht verbessern, ich will die benutzen. Oder muss ich jetzt einfach nur auf den Brunnen klicken? Ach, das geht automatisch. Okay, dann geht das auch automatisch? Ja. Sehr schön. There now. That should do it. It'll take a few days to grow, but it's a start. Oh, and I was thinking about cooking up some mushrooms. How would you like mushroom soup for dinner? Is it the same one you used to make when I was little? Because if it is, yes, please. Lovely. You'll find plenty of mushrooms good for eating if you head up that mountain path a little. Wait, we have to pick the mushrooms ourselves? Oh, this isn't the city, honeybee. Besides, freshly picked mushrooms taste better. Yeah, if they're not the kind that poison you. You'll do just fine. I'll do my best. Is there anything else I can do for you? Well, if you wanted to get some new seeds in town, it might be a good time to stop by and see the mayor. Introduce yourself. He's at Town Hall, a big building in the center of town with a flag above the door. You can't miss it. I'll take good care of you and this farm, Grandma. I'm just so glad you're here, my sweet little honeybee. All right, here I am, farming. This place has changed so much. It'll take a lot of work to get back to how I remember. I don't know if city life has prepared me for this, but I'm ready to give it my best. So, warte, bis die Kartoffeln reif sind. Ja, das dauert ja nicht lange, nur ein paar Tage, hat Oma gesagt. Pilze unter uns. Oma möchte Pilze haben, um etwas Leckeres zu kochen. Yeah. Darf ich denn erstmal hier? Der allerbeste Eisbrecher trifft den Bürgermeister im Rathaus in der Mitte der Stadt. Hier kann ich da noch was oder habe ich, nee, ich habe nichts mehr, ne? Okay, hier oben ist eine Werkbank, wenn ich das richtig sehe. Garten, Kompostbehälter. Kompostbehälter wäre natürlich auch nicht schlecht. 10. Achso, ich habe 50. Und ich brauche Holz dafür. Und da. Boah, der kostet 25. Okay, ich wollte ja nur mal eben gucken. Kann ich die vielleicht mitnehmen hier? Nee. Na gut, ich kann ja auch nicht. Ah, doch, ich kann drüber springen. Ah, wie geil. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was Oma gesagt hat. Ich glaube, ich sollte hier hoch, ne? Um die Pilze zu finden. Hey, I remembered this mine. It looked way less run down when I was 7. But so did everything around here. Ja, das... Moment, hier sind Pilze. Seid ihr Pilze, die mich vergiften? Oder seid ihr Pilze, die mich nicht vergiften? Kann ich die auch noch mitnehmen, obwohl die nicht dazugehören? Ja. Ich denke mal, das ist eine Heilpflanze. Den kann ich nicht einfangen, ne? Ach, schade. Okay, muss ich jetzt zu ihr reingehen
und ihr das geben, nehme ich an. Moment. Journal, Pilze unter uns. Bring die Pilze zu Oma. Steht ja sogar drin. Okay. Oma ist drin und heizt schon mal das Feuer an, nehme ich mal an. Da ist Oma. Können wir auch das Buch lesen hier? Nee. Schade. Hier, Oma, deine Pilze. Warum muss die sich dafür hinsetzen? Ah, spring is the time when the earth reawakens. You can forage for the gifts the land offers up, if you know where to look. Have you found any mushrooms? Ich bin ein bisschen irritiert, dass die Schärfe von dem Bild richtig klar ist, aber hier unten der Text so unscharf ist. Oder kommt mir das nur so vor? Also ich finde das sehr unscharf. Hier ist auch sehr unscharf. Nein, Oma, ich habe nichts. Ich verspeise die einfach so. Also, ich habe verdächtige Pilze gefunden. Wieso eigentlich verdächtige? Will these work? Those are nice plump ones. You're a natural forager. When I was out searching, I came across that old mine. You used to tell me that there were goblins inside. Remember? I told you that, did I? It was a smart way of keeping a curious little girl out of danger. The wood in the support rotted clean through. Shame. I'm sure there's still perfectly good iron and copper down there. Come back tomorrow and I'll have the mushroom stew prepared. Was? I'm a bit tired just now. Ich denke, es gibt heute noch was zu essen, Oma. Und jetzt schickst du mich wieder weg? Ist das dein Ernst? Potatoes will take a while to grow. Keep watering them. Every day. Ja, ich weiß. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Achso, okay. So. Die Sachen haben wir gemacht. Also fehlt nur noch der Bürgermeister, denke ich mal, ne? Ja. Das heißt, wir müssen dann wieder zurücklaufen. Ich würde gerne mal wissen, was da in dem Schuppen ist. Ich bin da von rechts gekommen. Ja, genau. Wer sind wir denn? Wir sind eine Schmiedin. Das ist schön. Ich kam von unten. Ich weiß aber nicht genau, wo der jetzt gewesen ist. Ob der jetzt hier oben gewesen ist? Ach, da ist er doch. Oh, hello. Welcome. Welcome, welcome. I am Mayor Otto Soft, and you must be the new voter. I mean neighbor. Hi. Yes, that's me. If there is anything you need, I'm the one to speak to. We're a friendly town here at Fairhaven. We want to make sure you're settled in well. To that end, we want you to meet everyone, so we've made it a little game. The fine Fairhaven folk will let me know after they've met you. That way, I can give you a prize after you've met everyone. It's really quite clever. And progressive. Plus a little bit creepy. You're funny. Anyway, come and see me after you've met everyone. Hallo, schönes Mädchen. Wir werden sicher Spaß haben gemeinsam. Der sieht überhaupt nicht psychomäßig aus. Okay, treffen wir mal die Leute. Yes, I am that Angus. Excuse me? Oh, I could tell you were wondering if you recognized me. I am indeed the Angus who was on an episode of Baking Battles. Always nice to meet a fan. Oh, yes, I thought that was you. What with this being a bakery and all. Yeah, I guess it's obvious. My little claim to fame. Okay. Heißt das, ich muss was kaufen? Ja, das heißt, ich muss was kaufen. Was ist denn das hier? Rezepte für Bäcker, okay. Kostet aber 100, so wie es aussieht. Mehr Rezepte für Bäcker. Kostet auch 100. Na gut, können wir uns nicht leisten. Also auf Nimmerwiedersehen. Nein, nein, ich bin eine Frau. Ich muss da rein. Da sind Juwelen drin. So, geschlossen. Was haben wir denn jetzt? 9 bis 17 Uhr. Achso, mittwochs bis samstags geschlossen. Mittwochs bis samstags geschlossen. Wir haben Montag. Okay. Hab ich da jetzt was übersehen? Achso, Montag. Nee. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Okay, mittwochs bis samstags geöffnet, montags und dienstags geschlossen. Entschuldigen Sie. Moment, mit der haben wir noch nicht gesprochen hier oben, ne? Wo
sind denn die ganzen Leute versteckt? Muss ich da unten zum Hafen gehen? Hallöchen! Hello there! Nice to see a new face around here. Hi, I'm Hazel Wild's granddaughter, Tara. Oh, Hazel was so kind to me when I first moved here. Used to let me cut through a property to get to the old mine. Of course, that was before the supports in the entrance gave out. There's still good ore down there, I suspect. Ore? Oh, sorry, I didn't introduce myself. I'm Natalia, and I own the blacksmith. I can melt down ore into ingots and upgrade any of your farm tools for you. Für mich? Ach so, dann mache ich das gar nicht selber. Kupferaxt, Goldaxt, die kosten wahrscheinlich alle sehr viel. Ja, es war mal ja klar. Okay. Also können wir nicht wirklich mehr mit ihr reden. Ja, war nett, dich kennengelernt zu haben. Dankeschön und auf Wiedersehen. Muss ich da jetzt einfach bei den Leuten in die Häuser reingehen? Ich meine, es hat so ein bisschen Psychomäßiges, irgendwie bei fremden Leuten einzusteigen. Okay, da sind anscheinend Leute drin. Hallo. Kann ich hier nirgendwo klingeln? Okay, ich kann da auch gar nicht rein. Na gut, dann stelle ich mich denen halt nicht vor. So. Wenn ihr mich nicht kennenlernen wollt, dann habt ihr was verpasst. Hahaha. Was ich aber ziemlich cool finde, ja gut, ich gebe zu, das wusste ich vorher schon, dass meine Oma eine Hexe ist. Das darf man ja nicht zu laut sagen, ne? Von wegen Hexenverbrennung und so weiter. Jetzt sind die auch nicht da. Ist das euer Ernst? Montags geschlossen. Ja, warum auch nicht? Was ist das hier für ein komische Stadt? Da arbeitet ja überhaupt gar keiner. Oh, hi. Ich stelle mich nur mal eben bei den Schülern vor. Hello. Are you my mom's new friend? Depends. Who's your mom? Lena. Then yes. Nice to meet you. I'm Tara. Nice to meet you too. I'm Finn. Ja, das ging schnell. Oh hey, you're new here. I'm Sebastian. Who are you? I'm Tara. I just moved here to help out my grandma Hazel. Do you know her? Oh yeah. Hazel's cool. Like, for a grown-up. I'll see you around. Ja, ich weiß, ich bin es nicht wert, dass mit mir gesprochen wird. Ich bin nur eine Erwachsene. Hello. You're a stranger. Yes, I just moved here. I'm Tara. What's your name? Emmy. Well, now we're not strangers anymore, are we? Intelligentes Mädchen. My mom said I should make an effort to make you feel welcome in town or whatever. So, hi, I guess. I'm Juliet. Hey, Juliet. It's nice to meet you. Okay, bye. Du bist die Einzige, die cool aussieht und die irgendwie auch... Also ich meine, gut, nett sind die anderen natürlich auch. Dich mag ich. Welcome. I am Vanessa Soft, First Lady of Fairhaven. Oh Gott. Pleasure to meet you. How is your grandmother doing? She's... Well... To be honest, she's not doing too well. That's why I'm here. It's wonderful that you came to help her out. Do let me know if there is any way I can help. Die First Lady, oha. Mit der möchte ich dann nicht wirklich was zu tun haben. Wobei, ich scheint ja nett zu sein. Also, wir wollen ihr mal eine Chance geben. Ah, da ist jemand am Arbeiten. Komm her, ich muss mit dir reden. Oder auch nicht. Was ist das denn? Gemüsebeet, den Nagel auf den Kopf getroffen. Werkzeugschuppen. Du musst einen Bereich auf deiner Farm freiräumen, bevor ich mit der Arbeit beginnen kann. Hä? Eine Verbesserung deines aktuellen Werkzeugschuppens mit dreimal so viel Platz. Super. Dafür brauche ich dann 50 Holz. Okay, nein. I can make a bigger shed, but you'll need to clear out all the trees and rocks from the area I've roped off. Got it? You come back and let me know when you've cleared out all the trees and rocks there, and then we can talk business. Du mich auch. 200 will er dann auch nochmal zusätzlich dafür haben. Komm, ich möchte mich dir eigentlich nur vorstellen. Hi, I'm Tara. I just moved to town. Ah, you must be Hazel's granddaughter. It sure is great to meet you. I'm Parker, Lena's husband. She asked me to stop by your farm in a day or two and show you around. You'll want to know where Lena's general store is. It's hard to run a farm without it. I'll be by before you know it to point it out to you. Okay. Na gut. Wo komme ich jetzt hin? Pilze! Ist das nicht ein Fliegenpilz? Ich habe keine Ahnung von Pilzen. Wo läuft die jetzt hin?
Wald von Fairhaven. Ich will nicht durch den Wald. Ich wollte den Pilz einsammeln. Hallo? Das sieht cool aus. So, den nehmen wir mit. War das nicht so, dass Fliegenpilze giftig sind? Ehrlich gesagt, wie gesagt, ich kenne mich null mit Pilzen aus. Aber ich meine da mal irgendwas als Kind gehört zu haben. Ach, eine Alraune habe ich eingesammelt. Ich habe gar nicht gesehen, wo die war. Moment, ist das hier eine? Aha, sehr schön. Wir nähern uns Harry Potter, wir sammeln Alraunen ein, aber sie schreien nicht ganz so wie bei Harry Potter. Das ist keine Alraune. Okay, dann sahen die andere doch ein bisschen anders aus. Können wir das einsammeln? Nee? Haben wir hier irgendwas? Da oben können wir noch weiter. Gut, wir können natürlich jetzt nicht angeln, weil wir nichts dafür haben. Kann ich hier... Oh, was bist du denn? Dich müsste ich eigentlich mal fangen hier. Ah, Hallöchen, alter Mann. Hi, I'm Tara. I just moved to town. You look just like I pictured. I'm sorry, what? Being Hazel's granddaughter, I mean. Oh, and you are... Been many things, but if it's a name you're looking for, folks here call me Shelby. Shelby, wie das Auto. Was können wir denn bei ihm kaufen? Wechsle zur Verkaufen-Seite, um die Gegenstände zu sehen, die du in diesem Laden verkaufen kannst. Okay. Ja, Alraune kann ich wahrscheinlich verkaufen. Nicht auf Lager. Er hat keine Alraune. Fliegenpilz hat er aber. Verkaufen wir ihm mal eine Alraune. Kriegen wir 10 für. Ah, und anscheinend können wir damit leveln. Ja gut, da ich noch nicht weiß. Verkaufen wir einfach auch mal die Fliegenpilze. Folgendes könntest du auch noch verkaufen. Ich habe doch gar keine Muschelschale. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch gar keinen Tannenzapfen und nichts. Distel, ja stimmt, Distel habe ich auch. Da habe ich doch 2 gehabt, oder nicht? Also die Pilze, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Die braucht die Oma vielleicht noch. Die können wir jetzt nicht verkaufen. Aber, was habe ich jetzt gemacht? Anscheinend 2-mal auf Escape gedrückt oder so. Ich bin mir nicht sicher. So, wie viele... Achso, da haben wir noch welche. Guck mal. Alter Mann, alter Mann. Shelby, genau. Ich weiß sogar noch, wie du heißt. Ich möchte noch einen Fliegenpilz verkaufen. Nee, ich will den verkaufen, nicht kaufen. Verkaufen, genau. Und die Alraune möchte ich noch verkaufen. Wahrscheinlich kann ich... Ach komm, scheiß auf die Pilze. Wir verkaufen auch einen Pilz. So, auf zum Shoppen. Hatten unser Sortiment vergrößert. Ah, dann habe ich doch recht gehabt. Da kann man jetzt auch Muscheln kaufen. Also quasi die Sachen, die eben hier unten drunter gestanden haben, nehme ich an. Die kommen dann nach oben. Ja, das ist ja cool. Da muss man mit denen interagieren und was verkaufen, damit man dann mehr bekommt. Die Frage ist nur, wo kriegen wir jetzt so viel Geld dann her? There's a plaque that reads, "This beloved tree be old as the town itself." Okay. Die Map können wir uns auch mal angucken. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt... Ach so, wir sind hier oben. Das heißt, nach links geht es wohl noch ein Stück weiter. Und dann hier unten den Bereich und da oben den Bereich haben wir noch nicht erkundet. Das ist sicher der Bereich, der hier abgesperrt ist, gehe ich mal stark von aus. Jetzt habe ich schon wieder was zum Verkaufen hier. Wenn da jetzt gleich steht, lege 5 Alraunen ein, ne? Dann raste ich hier aus. Whispering? What is that? Something spooky and weird is going on here. Ein Kessel! Ein Kessel! Jetzt sieht man ihn nicht mehr. Aber da war ein Kessel. Oh, da müssen wir unbedingt irgendwie hinkommen. Ich will Magie erleben. Ich will Hexen, Zaubersprüche. Ich will meine Kartoffeln innerhalb von 24 Stunden hochwachsen lassen oder was weiß ich was. Ich weiß ja nicht, was alles möglich ist. So, ich möchte verkaufen. Und zwar habe ich noch eine Alraune. Bitteschön.
So, jetzt können wir wieder gehen. Komm, Mädel, beweg dich. Okay. Also, da unten kommen wir sowieso nicht weiter. Deswegen gehen wir mal den Weg wieder zurück. Ich denke mal, hier ist auch nichts. Ich weiß auch gar nicht. Sieht jetzt nicht so aus, als ob man das Inventar irgendwie vollkriegen kann. Also ich denke mal, man kann hoffentlich alles einpacken. Ich bin ja so ein Mensch, das wissen die, die mich schon länger verfolgen, wissen das ja. Ich bin so ein Mensch, der immer alles einsammelt, was nicht nied- und nagelfest ist. Wir können nach unten Richtung Wasser gehen und dann nach links. Vorausgesetzt, dass da jetzt kein Wasser ist, sondern wir da zu Fuß rumgehen können. Mal schauen. Moment. Waren wir hier? Nee, wir waren ja noch gar nicht, ne? Das war jetzt... Nee, das ist eine Kirche. Oh Gott, da müssen wir auch nochmal mit reden. Welcome to the island. I am Messenger Cameron Connor. Hey! As one newcomer to another, please, let me know if there's anything I could do to help. Okay. Dann gucken wir erstmal hier unten nochmal, ob wir hier vielleicht noch jemanden sehen. Da hinten ist auch noch was. Können wir auf dem Friedhof vielleicht auch noch jemanden kennenlernen? Ah, hier ist alles ab. Warum habe ich eigentlich... Oh, da kann man so rein. Ist aber nicht sehr sicher. Warum habe ich nicht so eine Hütte? Die finde ich cool. Vor allem mit den Springbrunnen da vorne. So. Können wir die Tauben irgendwie jagen und die dann als Mahlzeit braten oder sowas? Ne, die hauen direkt ab. Ja, das mit dem Braten war nur ein Scherz. Ich würde doch keine Tauben essen. Die sind mir sowieso zu eklig. Ich meine, gut, wenn man sonst verhungern würde, weiß ich nicht. Ich, ne, so nach dem Motto, in der Notfrist der Teufel fliegen, lass mich raten, hier arbeitet eh wieder keiner. Nein, natürlich haben sie alle montags geschlossen. Warum auch nicht? Die haben wahrscheinlich auch montags geschlossen. Natürlich. Hier hat alles montags geschlossen. Howdy. Hey, how's it going? I'm Damon. You're Hazel's granddaughter, yeah? How did you guess? You got the same eyes. They say, I'm beautiful, but I don't suffer fools. I'll take that as a compliment. I run the bar. Stop by for good vibes and a sympathetic ear any old time. Yeah, thanks. Awesome. Oh, hey, Bruno. Damon, I want to settle up for last night. Sorry I didn't have it on me at the time. That's all right. I knew you were good for it, but, thanks. Fish just haven't been biting lately. But I got Otto to float me for a week. I wish you hadn't told me that. Your son already has it out for me, Bruno. That's not so. He's just a teetotaler, is all. And who's your new friend here? Guten Tag. You're Hazel's granddaughter, aren't you? Yes. Are you German? And also psychic? I'm Bruno. Don't actually speak much of my native tongue, but I try to keep up some traditions. And you're just a picture of your grandma when she was a girl. I am? Yeah! She was a real spitfire back then, too. Hasn't changed much. I see you met Damon. Tara, watch out for this boy. He's trouble. Hey, I'm trying to make a good first impression here. Do you mind? Habe ich ihn jetzt auch registriert? Wer ist denn der Kerl da unten? Hi, I'm Kim. Hey, Kim. I'm Tara. I just moved here from the city. Oh. So what sent you screaming from the city? Dead-end job? Associate pass on dating apps? ein bisschen was von beiden. naja, der Beruf ja nicht. Eigentlich war es ja die Oma, deswegen ich mach mal einen Witz. Both, to be honest. Everything in my life kind of fell apart all at once. The city is truly a buffet of hot garbage, isn't it? I know that shouldn't make me hungry, but it does. I run the butcher. We only sell humanely treated animal products. Right now, I have to source the meat from off-island. But we'll hopefully get a new rancher to move here soon. Cool. Nice to meet you. Einen neuen Rancher. Aha, kann ich das nicht übernehmen? Ich kümmere mich gerne um die Tiere. Das Problem ist nur, ich würde die nicht gerne abgeben, damit sie geschlachtet werden. There you are. Oh, and Tara too. Wonderful. Tara, I can't wait to buy your fresh crops. And if you need seeds, I can sell you whatever's in season. Oh, Parker, we need to talk about the kids.
They were giggling over breakfast, so I searched Finn's backpack and found a whoopee cushion in there. Again! I mean, that's terrible. See? That's the problem right there. You think it's funny, and I have to be mommy cop. No, I'm taking this seriously, really. Okay, whatever. You can be the one to go to the next parent-teacher conference. I'm tired of getting stared down by Vanessa. Also, da muss ich ihn jetzt aber mal in Schutz nehmen, ne? Ich meine, der Lars würde da auch total drüber lachen. Und ich wäre wahrscheinlich wieder die böse Mama. So, hi. Nein, ich kann nicht mit dir reden. Aber ich kann mal kurz gucken, was du verkaufst. Eier verkaufst du. Was will ich mit Eiern? Mehl, Kartoffelsamen, Samen der grünen Bohne. Könnte ich mal mitnehmen? Reis kann nicht angebaut werden. Wieso? Gut, Mais könnte sein, dass ich dafür ein anderes Beet brauche. Zwiebelsamen, die brauchen aber nicht viel. Also die habe ich auch schon auf dem Balkon gemacht. Kürbissamen kann man auch wunderbar auf dem Balkon machen. Weiß ich nicht, warum das nicht angebaut werden kann. Erdbeeren sowieso. Süßkartoffeln sowieso. Kann natürlich sein, dass man die jetzt noch nicht bei ihr kaufen kann und die deswegen in Anführungszeichen nicht angebaut werden können. Dann würde ich mal fast sagen, dass wir mal drei von den Bohnen kaufen. Kartoffeln lasse ich erstmal noch. Aber dann können wir im zweiten zumindest ein paar Bohnen theoretisch anpflanzen. Praktisch weiß ich jetzt nicht. Die haben wahrscheinlich auch wieder zu. Na, natürlich. Alle. Ach so, das war sie. Ja, sie hat ja was von Metzgerei gesagt, genau. Die sind natürlich auch geschlossen. Warum sollten die auch... Oh, nee. Ab 18 Uhr. Ach, das ist seine Bar. Ah, okay. Und hier muss ich jetzt runter, damit ich hier... Ist das rechts? Ja, rechts ist auch so ein bisschen... Aber hier ist, glaube ich, soweit nichts. Ne? Dann gehe ich mal links rum gucken. Ich will jetzt auch, obwohl es die erste Folge ist, das Ganze nicht zu lange machen. Aber ich merke schon, da kommt so einiges auf uns zu während des Spiels. Land und Meer. Ich muss aber sagen, abgesehen davon, dass es keine deutsche Sprachausgabe ist, was ich sehr, sehr schmerzlichst vermisse, bin ich ganz ehrlich, ich finde die Grafik bisher schon sehr schön. Klar, es ist natürlich jetzt keine Real-Grafik oder so, aber es ist sehr schön gemacht. Es ist sehr süß gemacht. Hi. Nicht weglaufen. Hallo. And who is this beautiful creature I see? I'm Tara, Hazel's granddaughter. Hazel told me her granddaughter was coming to town, but didn't mention that she was so lovely. Oh, thanks. I'm Amira, the doctor here in Fairhaven. I've been taking care of your grandmother. Oh, wow. Thank you. I came as soon as I heard she was sick. She's lucky to have such a caring family. Well, I mean, to be honest, we kind of fell out of touch for a while. I'm trying to make up for lost time. We can't regain lost time. But you're here for her now. That is enough. Das hat sie sehr weise gesagt und ist sehr schnell abgehauen. Hat die gerade mit mir geflirtet oder was? Ich bin mir nicht so sicher. Was, das sind jetzt Privathäuser, denke ich mal hier. Hi, dich kenne ich schon, oder? Ich glaube, dich habe ich irgendwo eben mal gesehen. Aber das sind so viele neue Gesichter, die ich jetzt gerade so gar nicht auf dem Schirm habe irgendwie. Oh, hier sind alles Muscheln. Ich meine, was ist das? Guck mal, direkt mal so. Kann man die nicht irgendwie schütteln, dass da was runterfällt? Hi, dich kenne ich noch nicht. Hey, Bro. Hey, Surferboy. Hey, but, I'm not a bro. My name's Kai. I run a kiosk near Town Square. It's like a pop-up shop. What do you sell? Oh, dude, you have to see it to believe it. I only sell the most killer stuff I find off island. Come by and check it out. But, like I say, if you fall in love with something, better get it. The merchandise is just whatever feels right in the moment, you know? Okay. Okay, mir fehlen aber immer noch drei Leute. Da oben ist eine Art Leuchtturm oder sowas. Also ich nehme mal an, dass das bedeutet, dass das Herz so... Ach so, hier war ich ja noch gar nicht. Dass das Herz so ein bisschen aufgefüllt wird. Kann ich hier ernten? Dem einfach was klauen oder so. Schade, es geht leider nicht. Ich meine, ist ja gerade nicht zu Hause, ne? Wenn er da alles so offen lässt, kann ich doch nichts dafür. Aber
Der scheint wirklich nicht zu Hause zu sein. Schade. Oder ist das die Farm hier von dieser einen? Hier kann ich auch nichts von. Boah, das ist aber eine schlechte Nachbarschaft hier. Kann man noch nicht mal ein paar Äpfel oder sowas pflücken? Guten Tag. Hinten ist eh offen. Das sieht mir aber sehr heruntergekommen. Ach, das ist diese Ranch, ne? Kann ich damit nicht irgendwas machen? Ich würde die gerne in Betrieb nehmen. Hallo? Das ist alles so kaputt. Ich möchte die in Betrieb nehmen. Ich möchte die, weiß ich nicht, kaufen. Keine Ahnung. Hallo? Gibt es hier jemanden, mit dem ich sprechen kann? Ah, Moment, da steht wirklich jemand. Das ist doch die, die nicht arbeiten will. Oh my gosh, you've got to be Tara! Hazel's been hyping you up for weeks now. Well, now I'm embarrassed. Don't be. It's sweet. I wish I had a grandma here to talk about how great I am. Anyway, I'm Violet. Pleased to meet you, Violet. We don't get too many new faces around here in Fairhaven, so let me know if you ever want to hang out. Ja, klar, gerne. Können wir jetzt? Nee, können wir nicht. Okay. Na gut. Da komme ich jetzt wieder runter. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal zurück. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht kann sie mir jetzt was dazu sagen, wo man das Ding bekommt. Aber es war wohl eher nicht so. Ich habe jetzt ein ganz großes Problem, Leute. Ich würde jetzt super gerne weitermachen. Aber ich muss auch irgendwann jetzt gleich mal meine Folge unterbrechen. Ich werde mit euch... Och, da ist schon wieder jemand. Hello, I don't think I've seen you before. I run Cafe Moretti, the diner in town. Stop by any time. Oh, hi. Yeah, I'm new here. Wait, you're Hazel's granddaughter. Welcome. I hope you come by soon. Moving always works up an appetite. Oh, where are my manners? I'm Sophia. Hey, Sophia. I'm Tara. It's nice to meet you. Ja, jetzt fehlt mir noch genau einer. Das hätte ich nämlich jetzt gerne noch als letztes gemacht in dieser Folge. Ich sehe es aber noch nicht kommen, dass wir wissen, wo der ist. Ach, das sieht ja mal richtig kaputt aus. Ich denke mal, dass das ein Leuchtturm gewesen ist, oder? Aber wo ist der Rest von dem Leuchtturm? Ist das weggeflogen oder so? Ach, hier unten ist noch einer. Moment, erstmal die Muscheln einsammeln. Du läufst nicht weg, oder? Du siehst sehr sympathisch aus. Du hast was von einem Indianer so von hinten. Hi. Auch von vorne. Hi. I'm Tara, Hazel Wild's granddaughter. Nice to meet you. No, I remember you. You used to run past my farm on the way to the beach when you were little. Yes. And Grandma always told me to mind that I didn't trample your crops. You're Thomas, right? Yep. Gosh, your farm has the most stunning view on the whole island. I'm not selling. I didn't mean... Your grandma needs help on her farm. But it's not as easy as just moving here and picking up a pitchfork. I know. I'm here to learn. For Hazel's sake, I hope you learn quick. Ist der jetzt böse zu mir? Also irgendwie so abwertend oder keine Ahnung, wie ich das sagen soll? Abweisend, so? Oder meint er das jetzt nicht böse? Weil das kam jetzt irgendwie doch ein bisschen rüde rüber, muss ich ganz ehrlich sagen. So nach dem Motto, ja, schön aussehen ist nicht, du musst dann auch mithelfen, so in der Art. Ja, wir haben die Aufgabe geschafft. Das heißt, ich gucke nochmal schnell nach. Was? Der allerbeste Einbrecher, habe ich gelesen. Ja, das heißt, wir holen uns so schnell die Belohnung beim Bürgermeister ab. Und Schande über mein Haupt, dass die erste Folge so dermaßen lange jetzt geworden ist. Eigentlich hätte ich es ja in zwei Teile vielleicht machen sollen. Aber ich wollte das Ganze natürlich am Stück haben. Und jetzt gerade am Anfang kommen natürlich sehr viele Sachen auf einmal. Beziehungsweise sehr viele neue Sachen auf mich zu. Und ich befürchte, das wird nicht besser werden. Moment, der Bürgermeister war eins höher, ne? In diesem komischen Gebäude da. Ich hoffe, dass ich da relativ schnell auch hinkomme, dass wir die Ranch machen können. Und also ich nehme an, dass das die Aufgabe sein wird. Ich hoffe es sehr inständig. Hallo. Ja, ich bin wonderful. The last citizen has let me know that you've been introduced. As promised, here is your reward for playing our little game. We hope it helped you acclimatize. Thanks. Money's great too, though. Hurra, du hast 30 Geld bekommen. Münzen, wie auch immer. Aufgabe abgeschlossen. Sehr schön. Bekomme ich eine neue Aufgabe?
Oder habe ich jetzt noch irgendwas? Von Samen zur Frucht? Ja, zur Frucht. Ran in den Schuppen, genau. Parker kann dann... Aber wie kriege ich das Holz? Moment, Hinweisanzeigen. Stelle sicher, dass das kommt... Das ist klar. Vielleicht müssen wir nochmal mit Oma reden oder so. Ich weiß es nicht. Ich würde einfach mal sagen, damit die Folge nicht zu lange wird, dass ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge machen. Und wie ihr sicher schon an meiner Gemütslage und meiner sich überschlagenden Stimme bemerkt habt, bin ich gerade total fasziniert von diesem Spiel. Und sehr verärgert darüber, dass ich mir das Ganze nicht vorher schon geholt habe, sondern auf das Angebot jetzt gewartet habe, was jetzt über Weihnachten war. Weil ich hätte schon viel früher spielen sollen. Ich finde es bisher wirklich richtig klasse. Sogar, dass es keine deutsche Sprachausgabe hat, das fällt einem irgendwann nicht mehr so richtig auf. Es sei denn, man kommt mit dem Lesen nicht nach, weil es teilweise doch sehr schnell ist, wenn die viel hintereinander sprechen. Dann merke ich das schon. Aber ansonsten ist es nicht so schlimm. Bleib einfach in dieser Richtung gucken, dann kann ich besser abmoderieren. Ja, ihr könnt mir gerne schon mal was in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Spiel bisher findet, ob ihr auch schon so gespannt darauf seid, wie es weitergeht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao!